können diesen Strom ganz schnell woanders her produzieren. Als die Laufzeitenverlängerungen ins Leben gerufen worden sind, hat es geheißen, es wäre eine Brückentechnologie auch in das Zeitalter der erneuerbaren Energien. Was ist denn seitdem passiert mit den erneuerbaren Energien? Volles Haus. Gar nichts. Wir hätten längst unheimlich viel mehr machen können. Die Im Gegenteil, die Förderungen.